Ja, hallo liebe Pfeifenfreunde auf YouTube. Willkommen zu meinem Video Pfeifenschrank. Er ist fertig. Ihr habt ihn ja vorhin schon im Hintergrund gesehen, vor kurz. Und kurz zur Erklärung, er bietet Platz für 35 Pfeifen und Tabak und sowas dabei, was noch ohne Neige gehört. Ist beleuchtet. Und so die Kosten bewegen sich so um die 60 Euro etwa, hat der ganze Schrank gekostet. Entschuldigt jetzt, wenn es jetzt gleich dann ein bisschen wackelt. Das ist, wenn ich die Webcam da ausrichte sozusagen. Und ich erkläre da noch so ein bisschen was dabei, weil ich darum fuchtel. Also, los geht's. Alle, hopp. So, das ist er also. Ich versuche mal ein bisschen den ganzen Schrank zu erfassen. Ja, so, doch, das ist er. Also, wie man sieht, der ist jetzt im Moment beleuchtet. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran. Dann kann ich euch das mal zeigen. Und zwar habe ich hier, das, da wo die Pfeifenköpfe drauf kommen in dem Sinn, ist das bezogen mit einer Art Schaumstoff, damit die Köpfe keine Druckstellen oder sowas bekommen. Und wenn man jetzt mal richtig nach hingehen und das mal ein bisschen hochhebt, sieht man, dass da hinten Löcher drin sind. Und genau so wie quasi hier Löcher hinten drin sind, ist unter dem schwarzen auch ein Loch. Das dient einfach dazu, wenn ich jetzt die Pfeife nehme, meine Lanzentube hier, kann ich die quasi an dem oben dran, wie man jetzt sieht, quasi den Holm reinstecken und kann sie unten abstellen und dann steht sie genau im Loch drin. So ist das quasi Sinn und Zweck des Ganzen. Die oberste Reihe hier besteht dann quasi nur noch aus dem hinteren Stück, wo der Holm durchkommt. Und links wie rechts, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, ja, ist quasi die Lichtleiste, LED-Leiste links wie rechts drin. Und unten habe ich, wie gesagt, im untersten Fach haben wir noch ein bisschen Platz für die Tabake und so, habe ich da gelassen. Denn das einzige Manko, wo ich nicht dran gedacht habe, ist, dass meine Lesepfeife, die ich habe, dass die nicht reinpasst, die kann ich nicht aufrecht hinstellen. Oder so wie die anderen Pfeifen hinstellen, das geht leider nicht. Das ist quasi der ganze Pfeifenschrank, ist aus Fichtenholz gebaut, naturbelassen, damit quasi die Maserung noch ein bisschen schöner rauskommt. Und das ist er quasi im Ganzen, Großen und Ganzen. Ihr seht, ich habe schon eine schöne Pfeifensammlung. Es kommen noch ein paar, sollen noch ein paar dazukommen über die Jahre. Wie gesagt, für 35 Pfeifen habe ich Platz. Und ich freue mich über eure Kommentare. Also das, was ich noch sagen wollte, die Lichtleisten, die ich habe, die kann man noch ausschalten. Also quasi so kann man sie ausschalten und dann ist der ganze Pfeifen, also er ist nicht dauerhaft beleuchtet. Kann man quasi immer, wenn Gäste kommen, kann man einschalten, dass er schön da aussieht. Ja, so viel zu dem. Von der Maße her noch. Er ist also in der Höhe 80 cm und in der Breite 60 cm und etwa 20 cm tief, so im Groben von der Maße her. Und ich finde, er ist mir gelungen und ich würde mich über Kommentare von euch freuen, was ihr davon haltet, wie ihr ihn findet. Einfach, ja, dass ich weiß, ob ich es einigermaßen gut hingebracht habe mit meiner bisschen handwerklichen Begabung, die ich habe. Ja. So, jetzt das Ganze wieder retour, dass ihr wieder auf dem Laptop hockt. Alle hopp. So, jetzt alle. Ja, das war's vom Video Pfeifenschrank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls jetzt keine Videos mehr kommen, wünsche ich euch auf jeden Fall frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch. Ich hoffe, ich mache dazwischen noch. Ich hoffe, zwischendrin kommt meine Pfeife noch. Und aber falls auch nicht, dann euch noch einen guten Rutsch und einen schönen Start ins Jahr 2011. Und bis dahin. Allee.